ihr abgefahrenen Freaks da draußen. Ich begrüße euch wieder einmal aufs Herzlichste zu einer neuen Ausgabe der Freakshow. Ihr wisst, in der Freakshow zocken wir Spiele, die so ein bisschen, ja, unter dem Radar fliegen. Die kleinen, seltsamen, unbeachteten, die Indie-Spiele im allerbesten Sinne. Ich habe mir heute was rausgesucht. Ich glaube, das ist ein Ding, das passt auf jeden Fall in unsere kleine neue Rubrik. Das ist da sehr gut aufgehoben. Es ist allerdings, und das kann ich gleich mal vorausschicken, es ist jetzt kein Horrorspiel. Bei mir melden sich sehr viele Leute mit Spielevorschlägen, was ich ziemlich geil finde. Also wirklich, Leute schreiben mir Mails mit solchen Listen an Spielen, was ich alles zocken könnte, schicken mir vielleicht sogar direkt Steam Keys oder sagen auch einfach nur, dass sie es total cool finden und sich über jede neue Ausgabe freuen. Was mich wiederum sehr freut, also auch da mal einen kleinen Dank zurück. Das macht dann wirklich sehr, sehr viel Spaß, wenn man das mitkriegt. Aber ich möchte nochmal betonen, in der Freakshow soll es nicht unbedingt immer nur um die ganzen düsteren Sachen gehen und um knallharten Horror erst recht nicht. Also ich finde, wir sollten uns da thematisch überhaupt nicht irgendwie im Vorfeld schon Fesseln auferlegen. Wir sollten echt ja einen weiten Horizont bereisen, sag ich mal, und gucken, was da überall so am Wegesrand zu finden ist. Also, wenn ihr weitere Vorschläge habt, bitte zögert nicht, schickt sie mir rüber. Ich freue mich wirklich sehr. Ich kann nicht versprechen, dass wir auch alles zocken. Also, das ist mittlerweile, ich habe wirklich, ich weiß nicht, 600 DIN A4 Seiten mit Spielevorschlägen gesammelt und dazu geschickt bekommen. Das heißt, also seid jetzt nicht allzu sauer, bitte, wenn ihr mir was vorgeschlagen habt, was es so bald nicht zu sehen geben wird, weil wir zeitlich einfach nie im Leben hinterherkommen. Es gibt wirklich jede Menge abgefahrenen Shit da draußen. Genau, aber wie gesagt, es muss nicht wirklich immer der düstere, knallharte Horror sein. Davon werden wir auf jeden Fall auch noch was zocken. Ich habe da ja auch selber Bock drauf, das wisst ihr ja. Aber eben, ne, es gibt ja auch noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel das Spiel, was wir heute spielen. Es heißt Unmanned. Ich habe da nur mal ganz kurz reingeguckt und nach 2 Sekunden dachte ich, ja, okay, das spielen wir. Das ist ein Fall für die Freakshow. Ich weiß nicht ganz genau, was uns erwartet. Aber das kann ich schon mal sagen, klassischer Horror ist es eben nicht. Aber wie gesagt, es muss ja auch nicht immer sein. Wir starten mal jetzt die Aufnahme. Da seht ihr das Intro, beziehungsweise das Logo der Firma. Ich habe Sound im Ohr und das heißt, es kann losgehen. Ja, aber es ist schon mal abzusehen, dass es auf jeden Fall wieder was Heiteres wird. So, und die Jungs mit dem lustigen Gehängten im Logo präsentieren also Unmanned, zu Deutsch unbemannt. Und hier habe ich auch schon ausgemacht, weil ich dachte, okay, so, okay, ich kann jetzt hier. Alter, was geht? Okay. Also ich kann auch nichts machen. Ich muss ja offenbar vor den Gestalten flüchten. Und ich interpretiere das spontan so, dass das rechts der Traum ist, den der Typ links gerade hat. Und der ist. Hebt er jetzt ab. Was ist denn jetzt? Alter. Er hat sich tatsächlich in eine Kampfdrohne verwandelt. Oh, dafür habe ich eine Medaille bekommen. Ich bin offensichtlich in der Tat Soldat in Afghanistan oder irgendwie sowas. Und das war gerade mein Albtraum. Another day. Ah. Oh, ich muss mich rasieren. Make your choice, was? Ach so, ah, ja, ja, okay. Ah! Okay, ich muss also hier links eine Entscheidung treffen. Another day. Another step closer to my grave. Das war doch gerade ein Albtraum. Der wirkt nicht sehr glücklich. At least it won't be as quick as stepping on an IED. Also ein Sprengsatz. Oh, ich habe mich schon geschnitten. Rest in peace, Marcus. Ah, okay, er hat schon wieder geschnitten. Eieiei. Er reflektiert jetzt hier über seinen Einsatz, oder was? And what was that fucked up dream about? Dreams reveal a lot. It's a Taliban time zone. Fuck to sleep. Dreams reveal a lot. Maybe I want to be punished, to escape, to face the enemy. Nee, to escape, ohne Scheiß, dem geht's nicht gut, ey. Der ist ja depressiv schon. I wanna be the guy in those recruiting commercials. Not this middle class Schmuck, ja eben. Na, der macht mir keinen sonderlich glücklichen Eindruck. Ich glaube nicht, dass es so ein
so ein Superheld hier ist. Ah, Shane. What a delight, what a tedious duty, what a challenge. What a tedious duty, das finde ich nämlich auch, ey. Rasieren ist echt öde. Deswegen mache ich auch so selten, deswegen sehe ich immer so aus. In Dangerous too. Aber ich muss mich auch bestimmt zu Ende rasieren. Gotta be careful. Downward, not too slow, not too fast. Seit dem College kein Bart gehabt. Back when I first met Kath. Oh, Kath ist bestimmt seine Frau oder Freundin. She loved it. I was a mountain man. Ja, eben. Männer mit Bart muss sein. Number 5 o'clock shadow turns her off. What the fuck happened to us? Oh, das wird eine ganz deprimierende Kiste, ey. Eine Medaille habe ich bekommen. Und eine zweite nicht. Wahrscheinlich hätte ich mich nicht schneiden dürfen beim Rasieren oder sowas. Okay. Ah, okay. Ich dachte, das wäre auch ein Traum oder ein Flashback, aber er hatte hier seine Schnitte vom Rasieren. Das spielt also echt offenbar jetzt. All Route 95. Easy to drive all Route 95. Staying alive on Route 95. Ein bisschen Galgenhumor kann nicht schaden. Nope, not a lot of IDs on my morning commute. No people, no tricky turnoffs. The landscape. Empty, bleak, unending oder clear, clean, simple. Ey, dem geht's nicht gut, ohne Scheiß. Empty, bleak, unending, der fühlt sich nicht wohl hier, der will nach Hause. Forcing me to retreat to my thoughts. Und ich darf bestimmt nicht von der Straße abkommen. I wonder if Mikey has a doctor's appointment today oder Jane's on my shift today. Oh, Mikey ist bestimmt mein Sohn, um den sorge ich mich. Should have asked Kath before I left. Wonder if he'll keep him on the Ritalin. He's fine. Oh Mann, ey, der ist auch. Mein Sohn hat auch schon ein Problem, ey. Kriegt Ritalin. Ja. Ein ADHS-Kind. Geil. Nimmt auch schon Medikamente. Christ, what are we doing? Ja, echt mal. Kinder hier mit Drogen voll zu pumpen. Rewiring our children's brains. Exuberance and curiosity. Ja, echt. Kinder müssen auch Kinder bleiben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gonna get my radio fixed. Got the same damn song stuck in my head. Ja, ein bisschen Musik jetzt, was auflockern ist, wäre nicht schlecht. I never really know if I got the lyrics right. Ist doch egal. Well, no one's gonna hear me. Ja, eben. Oh nein, muss ich jetzt singen, oder was? Dann wird das wirklich deprimierend. Soll das Highway to Hell sein? Ah! Nein! Wow! Auch falsch. Oh Gott, ich muss bestimmt. One Mission. Okay. Na. Ich guck die ganze Zeit auch nach rechts. Driving Operations Award, okay. Ich bin offenbar gut gefahren, aber ich habe das Lied nicht gut gesungen. Es ist auch echt schwer, ich dachte die ganze Zeit, ich muss auch rechts auf das Auto achten. Oh Gott, ey. Ich fühle mich hier schon gestresst. Ah, das ist wahrscheinlich Jane. Hallo. Hey. Hello, ma'am. Have I mentioned I'm not a morning person? Weiß das schon. I would never guess you look great today. Oh, soll ich mal so ein bisschen anflirten? Keep your eyes on the screen, Junior. Okay, das findet sie gar nicht gut. Ich habe ja offenbar auch eine Frau. Receiving orders. Ground control here.
I just passed you the coordinates of a person of interest, huh? Hey, oder was? You got to follow, not engage the target. Okay, ich darf ihn jetzt bestimmt nicht hier aus dem Sucher verlieren. Copy. Sensor came here, that's funny, he doesn't look that interesting. Ja, sieht aus wie ein ganz normaler Typ. Yeah, well, might be he has some interesting friends. Oh, you know the deal. Watch and wait. Yeah, whatever keeps the boy safe from... Ja, echt, dass wir alte, bärtige Männer beobachten. Das ist unser Job. Ha. I haven't seen you for a while. Been pretty boring. Oh, ihrem Vater geht's auch mal nicht gut. Aber I would say he's pretty much the same. It's not so much the wheelchair, he's just so angry a lot of times. Oh man, ey, alle sind deprimiert hier, ey. After exciting life in the Air Force, retirement must be hell. Yeah, anger can be pretty debilitating. Yeah. Something like Black Hawk wouldn't have happened if there had been UAVs. Was sind denn UAVs? We just received a retasking. Oh, jetzt sagt mir denn, ich muss den abballern oder so. We're pulling you off the POY. Standing for additional orders. Ach, Point of Interest heißt das, glaube ich, ne? You can take a break if you want. Oh, ey, Time Medaillen, geil. Oh, ich habe ja alles richtig gemacht, offenbar. Aber Moment mal, das Herz, es ist, ich habe dir ja so ein bisschen angeflirtet, ne? Und jetzt telefoniere ich bestimmt mit meiner Frau und fühle mich schlecht deswegen. Hey. Everything okay? No, just the usual here. Do you remember to buy coffee and milk? What did the doctor say about Mikey? Ja, das ist viel wichtiger. He loaded dosage, huh? That's crazy. That's good. It's probably just his board at school. And he'll sure as hell have to learn to deal with that. Even good jobs are boring at times. Ooh, luckily I'm working with Jane today. Nice to hear your voice. Ah, komm, ich will mein Leben nicht zu kompliziert machen. Es ist schön, dich zu sprechen. Even better than killing terrorists. Believe me, I kill more time than terrorists. Nah, I'll be home around midnight, same as usual. It'd be great if you could get out of bed quietly. I didn't wake you up last night, did I? That's good. Hard enough to get Mikey out the house. Don't need to do it without a good night's sleep. I should start getting back. Where am I flying my toy? It's classified? Toy? A toy is what you drive to work with. You seriously have no idea, do you? Yeah. Meine Frau weiß gar nicht, was ich mache. Woman, I'm the guardian in the sky. Sehr guter Satz, den merke ich mir. Für alles. I'm the eye in the claw. Well, I gotta get back to it. I love you. Gonna go later. Huh? Ach so. Der hat aber ganz schön Zug am Leib, ey. Vielleicht wäre es gut, wenn ich nicht rauche. Das war auch keine Lösung, Mensch. Ach komm, eine noch. Solange man liebt, soll man rauchen. Na komm. Bis zum Filter runter, wie es sich gehört. Oh Mann, dem geht's echt nicht gut, ey. Ich sag dir, das wird eine ganz... Die Medaille habe ich nicht bekommen. Hätte ich meiner Frau etwas sagen sollen, dass ich mit Jane arbeite, so von wegen Ehrlichkeit? Aber sie ist doch nur eine Kollegin. Noch. Your designated target left the building. Okay. Keep tracking him and attempt PID. Copy. I read the insurgents think we are afraid to face them on the ground. Delusional thinking is refuge of a losing side. Right.
So, got any plans for the weekend? Oh, 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 oh. Nah. Nope. Why, you wanna do something? Got my kid this weekend? Are you asking me on a date? Aha. Aber vielleicht ist sie eine gute Freundin von mir. Ich will doch nur ein bisschen Spaß haben. Vielleicht hat sie was... Oh nein, sie ist rot geworden. Oh, 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 oh. That's not what I mean. Ja, ja. I mean, you're married, aren't you? Oh Gott, ja, jetzt wird's kritisch. Yeah, married, not castrated. It's cool, we have an understanding on paper anyway. Oh, da ist ja jeder von falsch, Mann. Oh. Ja, 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 wir haben irgendwie einen Deal. Ist bestimmt voll cool für meine Frau. I bet it isn't the same understanding. So, you're gonna give me a call? Oh, die macht Nägel mit Köpfen, ey. Yeah, for sure. Well, let's play by ear. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ich bin halt emotional ein bisschen verwirrt. Wait a minute, what's he doing? Target spotted installing EID. We have positive identification. Ooh, you're requesting permission to engage. Oh nein! Roger that, you're clear to engage. Initiating procedure. Missile status? Copy. Missile on. Laser? Ja, ich gehe davon aus... Ja, wird schon an sein, oder? Engage when you're ready. Oh nein, soll ich den jetzt wirklich abknallen oder was? Ich Idiot, warum habe ich nicht gesagt, dass der Laser nicht an ist? Sind wir denn sicher? Disengaging, we have a problem here. Change in command to group 23. What the hell? Keine Medaille bekommen. Ich habe irgendwas sehr falsch gemacht. Hätte ich ihn jetzt wirklich einfach abknallen sollen, weil es jemand mir sagt. Dann probiere ich mal das Richtige zu tun. Aber das ist bestimmt Mikey, mein kleiner Sohn. Was sollen sie? Call of Duty oder was? Tatsache! Geil! Das Game ist nochmal später dann Contemporary Warfare 2. Super! Hier, das muss ich echt selber machen gerade. Geil! Ah. Grenade Launcher ist awesome. Aha. Ich bin schon mehr. Ah! He probably got even better weapons. Machen wir daneben. Surveillance information is the best weapon we have, ja. Yeah. Komm mal nachladen! Yeah, yeah, you told me, I in the sky. Ha! Nice! Let me go next. I'm coming for you, Osama. Again. Gonna get a health pack. So, what happened at school? The usual crapola. And how was the doctor visit? Yeah, eben. It was stupid, you had to read a bunch of colored words. Like I don't know how to read or... Daddy, did you see that shot? Yeah, that was brutal. Did he suggest you do an exercise or take new pills? Yeah, he said he talked to you about it. Crapsicles. Damn, I got killed. That never happens to you at work, huh? Work is boring, buddy. That's all you need to know. No, we can't get... Ja, ist eher langweilig. I'm bored. What other games you got? Oh, we never beat this one. Wie wär's mit der Runde Mario Party zur Auflockerung mal? Oder Duty Call 2. Ist natürlich auch eine gute Alternative. Oh, geil, ey! Das Call of Duty, das ist wirklich gut. I remember you got stuck in this level so hard. Und ich treffe hier nichts. It's freaky how vicious the commies get up close. Commies? They're Nazis. Ich habe mir die zweite Antwort gleich gesehen. Yeah, yeah, Nazis are worse than commies, right? Yeah, the worst ever, ja. Boah, ich lese mir die Antwort gar nicht durch, ich muss schnell reagieren. Kill one. What was his favorite weapon? Opa war auch im Krieg. He wouldn't talk about the war. Oh, people are weird, why not? Ah! Shit. You suck, Dad.
Let me show you how it's done. My turn. You can still fix my bike on Sunday, right? Ja klar. We're gonna do that Sunday, I'm busy. Sunday for sure, buddy. Ja klar, ich muss ein bisschen mit meinem Sohn bonden. Awesome. Oh, ist das alles trostlos. Na, immerhin eine Medaille habe ich bekommen. Honorable Dad Unit. Ja, und hier, wahrscheinlich habe ich einfach nicht gut genug gespielt. Aber mir war es ein bisschen wichtiger, mit meinem Sohn zu sprechen. Oh, ha! Oh. Ah, okay. Ah. Jetzt muss ich hier seine Schäfchen zählen, damit er einschlafen kann, oder was? Und dann kriegt er wieder einen Albtraum und alles geht von vorne los. Ich habe 6 von 12 Medaillen erhalten. Jetzt wird so getan, als müsste ich auf irgendwas stolz sein. Dabei ist es natürlich ganz bitter eigentlich. Das war unmanned, ey. Okay, okay. Wow. Also mir geht's gerade wie nach Hitchhikers. Ich glaube, ich muss das mal irgendwie ein bisschen sacken lassen. Und jeder sollte sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Aber genau dafür ist die Freakshow da. Genau darauf habe ich Bock. Ich möchte ab und zu mal von Spielen herausgefordert werden. Und Unmanned tut das gerade. Also ich habe das gerade voll im Kopf. Ich denke jetzt voll drüber nach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt bitte in die Kommentare, was haltet ihr davon? Was zieht ihr da jetzt raus? Was wollt uns das Spiel sagen? Wollt ihr uns überhaupt irgendwas sagen? Wie habt ihr das empfunden? Also auf jeden Fall... ja, wieder etwas sehr, sehr Spezielles, was, glaube ich, in meinem Kopf noch so ein, zwei Tage ein bisschen rumschwirren wird. Das, wie gesagt, das muss man, glaube ich, das muss jeder für sich mal so ein bisschen sacken lassen und sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Das war auf jeden Fall eine neue Ausgabe der Freakshow. Ich bin schon wieder sehr, sehr froh und auch ein bisschen stolz auf euch, dass ihr dabei wart und euch das mit mir angesehen habt. Wie immer freue ich mich natürlich auch weiterhin über eure Vorschläge. Ihr wisst es ja. Und wir schauen einfach mal, was wir uns in der nächsten Freakshow angucken. Wie am Anfang erwähnt, wirklich, wir wollen uns da eigentlich überhaupt nicht in irgendeiner Form beschränken. Wir werden uns noch sehr, sehr viel Seltsames angucken. Das war für heute Unmanned. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend oder gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.